Okay, braucht ein bisschen länger als eine gedacht. Eine Ewigkeit. Alles gut. Ja, da kommt jetzt der Vierzylinder wieder raus, ne? Eine. Hallo meine Freunde, wir sind wieder unterwegs und drehen heute, wie schnell ist dein Auto mit Cesar zusammen. Wir sitzen in einem 330i. Modell G20 war das, glaube ich, gell? Ja. Genau. Also alle Serienausstattung, Serienzeiten messen wir bei dem Fahrzeug, 0 auf 100 und 100 auf 200. Bin mal gespannt, ich kenne die Zeiten persönlich nicht. Kennst du die Zeiten, Cesar? Nein. Hast du noch nie geschaut? Gar nichts im Kopf, keine Ahnung. Ja. Was hat der nochmal Serienleistung? Der hat 258 PS. 258 PS. Genau. Newtonmeter weißt du wahrscheinlich nicht, oder? 400. Ah, 400 Newtonmeter. Ja, mal schauen, was der Vierzylinder so schafft. Sound ist auf jeden Fall göttlich. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon oder werdet, je nachdem, in unserem Video zu wie viel ist dein Auto wert sehen. Tja, bin mal gespannt, was der so jetzt an Zeiten fahren wird. Was schätzt du so ungefähr? Boah, 0 auf 100, 100 auf 200? Also mit der Leistung. Ich hoffe, dass er unter 5 Sekunden, aber ich glaube nicht. Unter 5 Sekunden? Hoffe ich. Boah, das wäre schon echt krass. Aber ich denk mal 6, 1, 6, okay. 2. Und 100 auf 200? Ach, da braucht er schon ein bisschen länger. Ich tippe so auf 10, 11. 10, okay. 11, 12, sowas. Keine Nein, Ahnung. Nicht 10, 11, 12. Gib mir einfach einen Wert, komm. 12. 12,0. Meine Einschätzung, 0 auf 100, sage ich mal so 5,7. Okay. Und 100 auf 200, 13,2. Okay. Sehen wir dann, ich habe echt keinen Plan. Bin ich mal gespannt, was der schafft. Wieso hast du dich damals für den G20 entschieden? Ich wollte eigentlich einen M2 holen, den hatte ich dann auch zur Probefahrt bei BMW abgeholt. Bin ich gefahren, alles schön und gut, macht echt Spaß, aber Interieur war echt lahm. Also ja, das war dann so ein Grund, wo ich gesagt habe, nee, da habe ich gesagt, lass was machen, was am Preis, keine Ahnung, 10.000 Euro weniger, dann nehme ich den gleich. Ich sagte, nee, das kann ich nicht machen. So, dann habe ich halt den im Ausstellungsraum gesehen. Da war dann noch so neu foliert, der neue 3 BMW. Wusste gar nicht, dass ein neuer BMW kommt. Rechts raus. Mach ich. Sorry. Hab mich reingesetzt, hat mir gefallen. Und da habe ich gesagt, ja komm, lass mal eine Probefahrt machen. Eine Woche später kam es dazu. Und das hat mich dann halt überzeugt. Auch vom Fahrspaß her, von der Optik her, vom Innen. Also ich lege sehr großen Wert auf Interieur, weil du bist die meiste Zeit im Auto drin. Ja, weißt du, es sollte halt alles schön sein. Und was BMW dieses Jahr gemacht hat, ist echt 1A, finde ich. Und das war dann halt der ausschlaggebende Grund, dass ich mich entschieden habe, den zu holen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also innen drin sehr, sehr schön, sehr, sehr edel. Natürlich lässt sich das BMW auch bezahlen. Ja. Ist ein ziemlich neues Modell, 2019er, glaube ich, hattest genau. du gesagt. Genau. Jetzt starten wir mal die 100 auf 200 Messung und ja, das passt. Einfach Vollgas. 100. Ja. Okay, braucht ein bisschen länger als eine gedacht. Eine Ewigkeit. Alles gut. Ja, da kommt jetzt der Vierzylinder wieder raus, ne? Eine. 17er Zeit hätten wir jetzt echt nicht erwartet. Hatte er gesagt, irgendwie mit 10. Und ich sagte irgendwas mit 13, da waren wir dann schon weit weg. Ja, es liegt einfach am Vierzylinder. Also geht es wahrscheinlich wenig. Und jetzt los geht's. Dann? 6,68. 6,68? Ja, Mann. Was hatte ich denn gesagt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwas mit 5, irgendwas. Aber ja, ich lag schon sehr nah dran. Aber 100 auf 200 Messung haben wir leicht unterschätzt. Ja, sehr sogar. Ja, da lässt sich halt wirklich der Vierzylinder dann wieder erkennen. Seine Schwäche. Eine Schwäche, ja. Aber bist du zufrieden mit den Ergebnissen? Ja, du. Ganz okay. Ist kein M. Ganz vollkommen zufrieden. Also ich würde sagen, wenn du ein schnelles Auto gewollt hättest, dann hättest du was anderes natürlich. Gekauft für den Preis natürlich. Genau. Ne? Komfort ist da, schaut schick aus. Du hast alles, was du brauchst. Alles auf dem neuesten Stand der Technik. Ja.
Der ist voll ausgestattet, bis auf dein Winterpaket, hattest du gesagt. Also diese Lenkradheizung und Standheizung. Aber genau. Aber sonst hast du alles, was du brauchst. So, was sagt ihr zu den Messungen? Hättet ihr gedacht, dass wir wirklich bei den Zeiten landen? Oder hättet ihr es besser eingeschätzt oder sogar noch schlechter? Ich würde sagen, kann man es Luxuslimousine nennen? Ja, ich nenne es jetzt mal Limousine. Ist das eigentlich zu erwarten gewesen? Wie gesagt, das ist kein Sportfahrzeug, was großartig irgendwie auf Leistung getrimmt ist. Deswegen denke ich, dass das vollkommen in Ordnung ist. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns ein Like da, abonniert uns und ich bedanke mich bei dir sehr, sehr, dass du mitgemacht hast. Ich bedanke mich auch bei dir. Ja, gerne, selbstverständlich. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Bestimmt. Schreibt uns, was ihr von dem neuen Format haltet. Ich hoffe, das kommt gut bei euch da draußen an. Und wir drehen weiterhin für euch die geilsten Videos, die schnellsten Videos und auch mit den besten Leuten. Haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.